Herzlich willkommen zu meinem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. Ich möchte euch diesmal ein ganz kleines Attribut von CSS zeigen, das aber unter bestimmten Umständen wirklich auch ein recht mächtiges Instrument werden kann. Und zwar ist das das Attribut Font Size Adjust. Und wie man aus dem Beginn sehen kann, geht es eben tatsächlich um die Größe von Buchstaben. Nun, wozu ist dieses Font Size Adjust gedacht? Es dient dazu, Schriften regelmäßiger zu machen. Wenn ihr verschiedene Schriften habt, Schrifttypen, so, dann sind teilweise die Kleinbuchstaben auf unterschiedlichen Höhen und die Großbuchstaben auch. Und das wirkt sehr, sehr unruhig. Und mit Font Size Adjust könnt ihr in Bezug zu der Hauptschrift, also der Schrift in einem Block, könnt ihr dann die kleinen Schriftzeichen auf eine Höhe bringen. Und das schauen wir uns am besten gleich mal an. Also ich gehe wieder in meinen Editor hinein und naja, ich lösche jetzt hier erstmal so ein paar Sachen raus, weil das ist jetzt alles hier wieder vollgefüllt mit irgendwelchen Styles, die niemand haben will. So, ich nehme hier mal für meinen kleinen Absatz, einfach lasse ich mal Font Family Arial stehen und nach hier oben, na, das Letter Spacing kann ich lassen, weil das macht ja nichts. Ne? So, und das Word Spacing, das nehme ich mal raus. So, und jetzt habe ich hier einmal einen kleinen Abschnitt, der ist ein Arial, hier dieser. So. Und jetzt gehe ich hier rein und sage, den möchte ich aber auch nochmal in, was weiß ich, Courier haben. So, Font Family im Doppelpunkt Courier. So, Entschuldigung. So, wenn ich das abspeichere und mir dann öffne, jetzt habe ich meinen Browser gar nicht geöffnet gehabt. So. Na komm. Ach, da hat sich unten drunter versteckt. So. Und jetzt seht ihr hier, zurzeit sieht man es jetzt noch nicht so gut, weil die nicht auf der gleichen Zeile sind, aber die sind von ihrem Schrifthöhe sind die unterschiedlich. So, und jetzt gehe ich nochmal rein und mache nochmal, was weiß ich hier, irgendwie ein bisschen. Mache ich so ein bisschen länger, damit man das dann deutlicher sieht. Oh. Achso. Laden muss man das auch noch so. Und jetzt seht ihr hier, na, also Arial hat eine andere Schrifthöhe als Courier und naja, so ungefähr gleich dürfte es sein zwischen Georgia und Courier. Aber es sieht nicht schön aus. So, es wäre ganz gut, wenn die Schriften auf einer Höhe wären oder zumindest teilweise auf einer Höhe, sodass man dann eben gleichmäßigeren Lesefluss hinbekommt. So. Und wie erreiche ich das? Das erreiche ich, indem ich eben tatsächlich dieses Font Size Adjust benutze. Und ich nehme jetzt erstmal nur, so, wenn ich das jetzt auf 1 setze, nicht 1 EM, sondern 1 setze und speichere es ab, dann passiert Folgendes. So, ihr seht erstmal, es wird wahnsinnig groß und das ist das Erste, was dieses Font Size Adjust macht. Es setzt den Text in Bezug auf das umgebenden, auf den umgebenden kleine Schrift. So, und daraus wird dann eben, dass die kleine Schrift genauso hoch ist wie die große Schrift, wenn man das 1 setzt. Das heißt, das Ganze wird nochmal ein ganzes Stück weit größer gemacht. Also das hier von dem M, das ist jetzt eigentlich die Schrifthöhe von
einen großen Letter in der umgebenden Schrift. Und das Zweite, was ihr seht, und da habe ich jetzt natürlich das Fehler gemacht, weil ich wollte es eigentlich in dieses Span reinsetzen, aber das zeige ich euch gleich nochmal. Und das Zweite, was jetzt eben passiert ist, die Schrift, die kleinen Schriftzeichen sind alle auf einer Höhe. So, das sieht man hier besonders gut. Und eben haben wir gesehen, dass eben tatsächlich das W und das I und das E mit dem Courier Zeichen oder Schrifttyp kleiner war als das A und N. Und hier in diesem Fall ist es eben genau gleich groß. So. Okay, aber das ist der Vorführeffekt. Jetzt nehme ich das mal hier raus und setze das Ganze mal hier hinten rein. Und dann nehme ich das Ganze auch noch mal ein bisschen kleiner. So, was ich herausgefunden habe, was ungefähr 1 zu 1 eine Schrift übersetzt, ist 0,45. Man kann auch schreiben einfach 0,45. Die 0 muss man nicht unbedingt dazu schreiben. Also, und wenn ich das Ganze jetzt mir hochlade, dann seht ihr, dass hier erstmal gar nichts passiert ist. Jetzt ist die Schrift, also dieses Arial hier, das ist ungefähr so groß geblieben, wie es sein sollte, ist aber höher als eben zum Beispiel das Georgia vorher und das Courier nachher. So, und das möchte ich jetzt ändern. Ich nehme einfach dieses Font Size Adjust. Ich kopiere mir das einfach, ohne das jetzt irgendwie weiter zu verändern. Und speichere es ab und gucke mal, was passiert. So, und jetzt seht ihr hier, jetzt ist es natürlich ein bisschen zu klein geworden, oder ist ein bisschen kleiner, das Courier hat sich vergrößert und liegt jetzt ungefähr auf der Höhe von dem Kann, also von den kleineren Buchstaben. So, das heißt, das Ganze ist insgesamt leserfreundlicher geworden. Sinnvoller ist es natürlich, wie ich das euch gleich zu Anfang gezeigt habe, so wollte ich es eigentlich erst jetzt zeigen, wenn man den ganzen Paragraphen auf eine Schrifthöhe setzt und dann werden eben alle Schrifttypen, die man in den Paragraphen verwendet, die werden sozusagen dann auf eine Höhe formatiert. Gut, wozu braucht man das wirklich? Es geht um die Lesbarkeit. Wenn ihr zu viele Schriften verwendet, zu viele auch sehr unterschiedliche Schriften, und hier sieht man das ja eigentlich schon, dann wird insgesamt der Text trotzdem sehr unruhig. Das heißt, das solltet ihr einfach vom Optischen her vermeiden. Aber wenn ihr es nicht vermeiden könnt oder wenn es einen Sinn hat, dann ist das die Möglichkeit, damit ihr die ganz schön auf eine Linie bringt und das Ganze dann trotzdem wieder ein Stück weit ruhiger wird. Gut. Kleines Instrument, aber teilweise wirklich mit einer wichtigen und großartigen Wirkung, gerade wenn ihr Text auszeichnen wollt, und merkt euch das, falls ihr das mal gebrauchen könnt. So, das war's für dieses Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann zeige ich euch noch mehr Sachen, die man mit Text und mit Boxen anfangen kann. Bis dahin!